Brutaler Streit zwischen zwei Teenagern endet tödlich. In Sinsheim-Eschelbach im Rhein-Neckar-Kreis wird ein 14-jähriger Junge festgenommen. Er steht unter Verdacht, seinen 13-jährigen Mitschüler totgeprügelt zu haben. Am Mittwochnachmittag entdecken Zeugen die Kinderleiche auf einem Feld am Waldrand. Sie benachrichtigen die Polizei. In unmittelbarer Nähe wird der mutmaßliche Täter von den Beamten aufgegriffen. Nun wird geprüft, ob es einen Zusammenhang zu einer Tat aus dem November 2020 gibt. Damals soll der Junge in der Schule in Östringen mit einem Messer auf einen Mitschüler eingestochen und diesen schwer verletzt haben. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.